So, hi Leute und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Projekt hier bei Let's Play Force. Ich bin eigentlich hier nur die Nebenrolle und zwar spielen wir heute Minecraft mit dem lieben Panos, der das Let's Play übernehmen wird. Der leider selber noch nicht aufnehmen kann und deswegen erfülle ich ihm diesen Wunsch hier. Und wir können hier zusammen zocken und Spaß haben. Ich nehme das Ganze auf und er ist der Entertainer, also ich gebe das Kommando an dich. Ja, hallo erstmal aus meiner Seite. Nicht wundern, ist was ganz Neues für mich. Ne? Ich habe das noch nie gemacht. Weiß auch jetzt anfangs nicht, was ich sagen soll. Ja, und dann will ich mal sagen, lass uns erstmal ein paar Sachen farmen und. Okay. Ne, Standard Base bauen fürs erste Mal, für die Nächte. Wie spielen wir das Spiel? Auf schwer, auf leicht oder wie ist das? Ich habe erstmal auf normal gemacht, weil anfangs, wenn da richtig viele Monster kommen, wir haben keine Rüstungen und so, dann ist es ein bisschen fail, wenn wir andauernd sterben. Okay, sehr gut. Hast du für heute schon mal ein spezielles Projekt oder ist erst einmal das wichtig, das erste Nachtlager hier? Erstmal Nachtlager, also eine Base bauen, Sachen lagern und dann farmen gehen. Okay, aber das wird sich natürlich in 20 Minuten nicht alles ausgehen, Panos, das weißt du hoffentlich. Ja, ich weiß das. Egal, wir bauen erstmal eine Base, dann schauen wir mal gucken, wie lange es dauert. Okay. hast du übrigens Spieler gegen Spieler eingeschaltet oder ausgeschalten? Ah, eingeschalten. Okay, sehr gut. Lol, da ist ein Pilzbiom, komm mal mit. Ha? Pilzbiom, komm mal mit. Oh yeah, habe ich übrigens noch nie gesehen in Minecraft. Ich auch noch nie. Gucken wir uns gleich mal an hier. Ja, du, der Schneemann kann natürlich am Wasser gehen. Sieht richtig, richtig geil aus. Ja, wie gesagt, der Panos ist ja die Hauptperson, das heißt, ich werde ihn folgen, wohin er auch geht. Dann die leben lassen oder? Ähnlich wie Grasblöcke, eignet sich aber gut, um Pilze darauf wachsen zu lassen. Das heißt, da sollten wir ein bisschen was nehmen, wenn wir eine Pilzfarm machen wollen, ne? Aber das können wir später machen. Wir müssen eine Schaufel haben mit Behutsamkeit verzaubert, weil wenn wir das abbauen, haben wir nur noch Normalerde. Okay, schauen wir mal. Oder? Ja, Pilz kann man auf jeden Fall so nicht nehmen. Das hier auch nicht. Okay, das heißt, Pilz brauchen wir. Eine Schaufel hast du gesagt, oder wie? Ja, mit Behutsamkeit. Oder eine Spitzhacke. Aha, okay. Oh, da oben sind Schafe und so. Ja, Schafe könnten wir doch eh gut gebrauchen hier. Wir wollen ja irgendwann schlafen, genau, oder? Mhm. Oder ist auch schön viel Kohle für Fackeln. Ja, sehr schön. Und wie ist das so, dein erstes Let's Play hier? Hm? Ja, schönes Feeling, ja. Mal was anderes, ne? Soll ich ein bisschen Zuckerrohr für dich mitnehmen? Möchtest? Wir werden ja irgendwann mal Bücher bauen und da wäre es praktisch, wenn wir Zuckerrohr anbauen, ne? In der Nähe der Hütte. Was machst du gerade? Oh! Neben dem Kürbis. Erstmal Steinwerkzeug. Willst du mir nicht auch eins geben? Ich will auch was tun. Also für Stein oder wie? Irgendwie habe ich es jetzt nicht aufgenommen, ne? Ich glaube, du hast es wieder aufgenommen. Ah, der Panos ist der Beste. Das heißt, nur die Kohle abbauen oder? Auf Stein, wenn du möchtest. Okay. Dein Wunsch ist mir Befehl. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Machen wir einen anderen Let's Player ein bisschen nach, ne? Du weißt, von wem ich rede. Ja. Findest du eigentlich auch, dass seine Let's Plays zu den besten gehören? Aha. Mhm. Waren das auch die ersten Let's Plays, die du geguckt hast? Damals, als ich YouTube neu entdeckt habe, war er nicht mein erster Let's Player. Aha. Und wer war das? Wer war der Glückliche? Oder die Glückliche, man weiß nicht. Media. Ah, okay. Und bei dir? War es der eben angesprochene Let's Player? Wer weiß, wen wir meinen, der soll's bitte in die Kommentare schreiben.
Ah, das ist doch offensichtlich, oder? Kohle, 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 Kohle. Ah, guck mal her, ich hab ein Geschenk für dich. Ah, was? Ey, ich hab ein Schwert, ich hab ein Schwert, ich hab ein Schwert, ich hab ein Schwert. So, erstmal das Inventar ein bisschen ändern hier. Guck mal, da oben sind Artillerie, magst du die Schlachten gehen? Gerne, ja. Was brauchen wir alles? Erstmal Wolle für Betten. Ja. Und halt das Schweinschöten, was da oben ich gesehen habe. Ich hab eine Kuh und eine Kuh und eine Kuh. Alles klar. Warte, ich nehme hier unser Zeug mit. Au, bin runtergefallen. So, ich habe jetzt nur ein Fleisch irgendwie bekommen. Das andere ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Ah, hier unten liegt's. Oh, es wird langsam dunkel. Okay. Magst du erstmal hier eine Höhle kurz bauen? Eine Höhle willst du bauen? Hm, ja. Für die Base oder für die erste Nacht. Ja, bauen wir hier eine kleine Höhle. Ich meine, hier haben wir ja schon ein bisschen vorgelegt, ne? Sie sagen, kannst du mir ein bisschen Stein machen? Ich will den Eingang gestalten, okay? Reicht das? Das hast du dir wieder selber genommen. Schon wieder, du musst es weiter wegwerfen. Du nimmst es dir immer wieder selber. So, genau. Ja, sollte mal reichen. Ja, ich weiß, da kommen dann immer wieder die komischsten Sachen. Sehr schön, es ist dunkel und wo hast du eigentlich die Werkbank hingesetzt? Moment. Eine Werkbank könnten wir hier gut gebrauchen, ganz schnell mal. So, ich danke dir von ganzem Herzen. Der Panos weiß natürlich schon, um was es geht. Ah, was machen wir hier für einen Scheiß? So, ich will auf jeden Fall kein Doppelbett hier haben, ja? Ich meine, das versteht sie, glaube ich, von selber. Und wir haben noch gar nicht genug Wolle für besagte Betten, oder? Mhm. Wie viel hast du? Kein einziges. Oh, muss man nach Wolle sammeln gehen. Wo willst du? Also ich würde gern hier meinen Bettenraum machen, ja. Okay. Dann schauen wir weiter, ne? Nee, nicht so groß. Habe ich ja absichtlich hier gemacht. Ich will hier einfach nur mein Bett drinnen stehen haben und dann reicht mir das schon. Machen wir so, dass es schön ausschaut. Eine kleine Schlafnische. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen raus. Glaubst du, spawnen jetzt auch Schafe oder nicht? In der Nähe von Licht rein, theoretisch, oder? Mhm. Das heißt, wir werden jetzt irgendwo am Berg oben am besten, also hier. Moment, Moment. Ein paar. Mal her. Ja. Oh, sehr schön. Was soll ich alles reingeben? Alles, was ich so mitführe, ne, falls ich sterbe. Ja, genau. Bis auf Schwert. So, sehr schön. Ich habe nur das Schwert mit, ja. Nimm du bitte Fackeln mit, ja. Weil ich habe keine. Also, auf der PS3 spielt sich Minecraft wirklich angenehm, ne? Ja, hier am Berg würde ich sagen, macht das, ne? Oder hier unten, schau. Jetzt gehen wir mal Zombie killen hier. Oh, wisst ihr? Ah, die Sichtumkehrung ist ein bisschen langsam, finde ich. Ich glaube, die kann man einstellen. Kann man doch im Original Minecraft doch auch einstellen. Am PC. Ja, beleuchte hier mal alles ein bisschen. Da sollten dann rein theoretisch ein paar Schafe. Oh, das sieht geil aus. Spawn. Nicht nur am Berg, sondern auch hier. Panos, was machst du? Nach oben? Ach, warum? Warte. Warum nach oben? Ich hab nur zwei Fakten, weil ich da oben Schafe gesehen habe. Oh, wirklich?
Motor, das war's. Alter, wir werden nie Schafe finden. Niemals. Doch, auf dem Berg habe ich ein paar gesehen. Ja, jetzt auch, oder wie? Ja. Halt, jetzt nicht, aber vorher, als es noch hell war. Ja, als es noch hell war. Das ist das Problem. Jetzt ist es ja lange nicht mehr hell. Sollen wir mal überlegen. Gehen wir ein bisschen die Sachen hier erkunden. Hier die helle Lichtung, auf die finden wir hoffentlich auch wieder zurück. Wow! Alter! Thanos, wo führst du mich dahin? Die war nicht cool. Ah, da ist sie. Wer? Meine Kuh. Die glaube ich sehen scharf, ich sehen scharf, ich sehen scharf. Alter, ich sterbe gleich und ich habe keinen Hunger. Also ich habe Hunger. Bald. Ich hab jetzt drei. Wow! Bald. Hier Skelett. Was da? Angriff. Okay, ich bin fast tot. Oh, da ist ein Creeper. Das auch noch. Kümmer du dich mal um Creeper, ich geh mal. Alles klar. Ein Schaf farmen, ja. Action geladen, hier oben sind noch mehr Schäfe. Schafe. Schäfe. Was rede ich hier für einen Scheiß? Also die Framerate passt, finde ich, noch nicht ganz, also die ist verbesserbar. Lol, von was werde ich angegriffen? Spider. Spider. Lol. Oh, nee, Skelett erschossen. Lol, wo bin ich jetzt? Ah, da. Mein Zeug! Ja, passt. Egal, halt, ist hier so nur. Okay, ich muss mal hier abhauen, ich hab fast kein Leben mehr, ja. Großen Hunger. Das heißt, bekomme ich jetzt noch mehr Hunger, werde ich sterben und da will ich ja, weil ich jetzt eine Wolle ergattert habe, nicht so weit weg sterben, sondern zumindest an der Lichtung. So, ich habe jetzt starken Hunger, ja. Ich werde wahrscheinlich gleich drauf gehen. Guck mal, hier ist sogar eine Höhle. Höhlen sind mir gerade scheißegal. Ich versuche zur Lichtung zu kommen und wenn du auch zur Lichtung kommst, kannst du dann das Zeug holen. Moment, da oben ist noch scharf, ich hol's mal kurz. Na klar. Oh, ganz wie es aussieht, könnte ich es noch hier hineinschaffen. Der rettende Apfel, ganz schnell. Okay, ich werde nicht sterben. Das Rindfleisch bringt mir jetzt nicht so viel. Zuckerrohr genauso wenig. Ja, Thanos, wir brauchen Futter. Ich besorge gerade Futter. Okay. Eigentlich sollte man meinen, wir sind hier im Schlaraffenland hier, ja, was Futter betrifft. Wo bist du? Ah, gerade so in der Nähe. Stirb, Schwein, stirb! Alter, der haltet aber ganz schön viel auf. So. So, da habe ich gleich mal eine Idee. Ich baue gleich mal einen Ofen, ja. Aha. Und gleich noch einen. Okay, hab zwei Wolle. Ich habe auch eine, ja. Also einer kann sich schon schlafen legen. So, überlegen. Wo rennst du hin? Bleib stehen. Pilze kann man so nicht essen, oder? Was braucht man für einen Pilz? Ein Topf? Ein Topf, genau, ein Topf. Und halt einen roten Pilz und einen grauen Pilz. Ah, verdammt. Tja, sieht nicht sehr gut aus. Höchstwahrscheinlich werden wir drauf gehen. Ach was. Bist du schon bald da? Niemals. Ah, ich bin gleich da. Okay.
Hell wird es auch schon, das heißt, die Monster werden dann auch verschwinden. Ein Creeper guckt mich gerade an. Creeper, Creeper. Ah, ich hätte so gern gerade Pfeil und Bogen. Ich bin auch fast tot. Ja. Ich habe ein halbes Leben und zwei... Ich habe noch einen Knochen, oder? Oder Hähnchen. Hähnchen, ja, ich habe zwei Hähnchen, Knochen. Kleiner Tipp, hier ist ein Creeper ganz in der Nähe, gell? Ich hab's gesehen, warte, da vorne ist ein Schaf, ich hol das noch. Warte, ich hol das, ja. Geh du dabei kochen, ich bin gestorben. So hart auf dem Boden. Nein. Ich rett mal kurz deine Sachen. Ah, okay, sehr gut. Okay, man findet zumindest vom Spawn sehr schnell dabei zu unserer Base. Ja. Ja, easy. Bitte? Ja, einfach dahin zu kommen. LOL, was hab ich dann gehittet? Ah, hast du einen Ofen? Ja, hab ich zwei gebaut. Ah, ich sterbe. Verhungerst du schon? Ja. Ich lass mich nochmal kurz sterben, ne? Dann sparen wir ein bisschen Essen. Ah, ich hab keine Ahnung jetzt, wo die Höhle ist, muss ich sagen. Unsere Base. Hier wart mal kurz, wenn ich sterbe. Ah, hier, ich seh's. Doch. Ich glaube nicht. Hm? Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ein halbes Herz, ja, hatte ich vorhin auch und dann bin ich runtergesprungen und war tot. Ah, jetzt. Lol, wo bin ich hier? Ah, da. Ja, wo sind deine Sachen? Alles in der Truhe. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ja, toll, deine Sachen sind alle weg. So. Ist das Zeug schon am Kochen? Nein, ich habe alles ganz schnell in die Truhe gepackt. Okay. Dann mache ich das mal schnell, ja? Okay. Alles ganz vorsichtig und brav machen. Ne? So, was kann ich hier noch gut brauchen? Wir haben keine Fackeln, ne? So weit, so gut. Mach mal ein paar Fackeln, ja. Okay. So, wir haben jetzt 64 und 12. Na, wo ist er? Ich wollte eigentlich nur der Kameramann sein hier, ja? Thanos? Ja. Wo bist du? Auf dem See. Da beim Pilzbiom. I don't see. Doch, Kuhn, er trinkt nicht. Eidonsiedel. Ah, hier ist eine Pilzkuh übrigens. Kann man da was machen? Ja, lass sie. Dann, falls noch eine spawnen, dann können wir die halt paaren und dann haben wir eine Pilzkuh. Farm. Wir müssten. Nein, wo ist das Fleischbüsch da unten hingeflogen? Da. Ich schau mal, ob ich hier noch ein paar Schafe finden kann für die nächste Nacht. Okay. Wie viele Wolle haben wir jetzt? Vier, oder? Ich glaube drei. Oder hast du noch eine gefunden? Ich habe jetzt noch eine gefunden. Oh, dann vier. Was macht man mit einem Schweinchen am Berg? Töten. Runterwerfen. Scharf. Ich finde die Welt irgendwie nice. Mhm. So. Noch ein Schaf gekillt. Irgendwie, okay, jetzt geht's. Mach ich eine kleine Zuckerrohrplantage. Okay. Ich werde mir übrigens dann eine Lederrüstung schon langsam zusammenbasteln. Wir wollen ja ein bisschen zeigen, wie es geht. Für die, die es noch nicht kennen, auch wenn es, glaube ich, solche Leute nicht gibt. Ich glaube, das ist eher eine Verschwendung, um ehrlich zu sein. Vom Leder, weil das Leder kann man auch für
andere Sachen. Ein Sattel, aber mehr wüsste ich jetzt nicht. Mal für Bücher. Wirklich? Ja, für Bücher braucht man Leder. Okay, na dann können wir sammeln. Habe ich gar nicht gewusst, weißt du das? Oh, wir haben hier einen Wasserfall. Ach, wie schön. Oh. Da, hinter dem Wasserfall müssen wir unbedingt eine Base bauen. Ginge sogar sehr gut. Alles ist aber nur ein kleiner Wasserfall. Warte. Egal, das, dann wird's nur der Eingang. Boah, hier siehst du mich? Was Weißes hier am Berg? Das rumhüpft? Ja, sehe ich. Ja, hier habe ich eine Zuckerrohrplantage gemacht. Okay, sehr gut. Also falls nachwächst, dann... Ist sogar schon groß, ist sogar schon groß. Sehe ich gerade. Nein, das ist hinterm Berg. Das kannst du gar nicht sehen. Ne? Konnte doch gerade Zuckerrohr hier sehen. Guck ich mir jetzt an, ich glaub dir nicht. Jetzt ist es verschwunden. Oh, ich hab ein Ei. Ich trau mich wetten, dass das Zuckerrohr schon groß geworden ist. Nee, schaut nur so aus. Okay, kenn mich aus. Okay, passt. Muss mal hier einen Timecheck machen. Ja, wir sind über die 20 Minuten. Panos, du hast dein erstes Let's Play geschafft. Oh, komm, freu dich ein bisschen mehr hier. Oder findest du das auch so unprofessionell wie manch ein anderer? Wenn man lacht und schreit und sich freut. So, ich tue jetzt alles hier rein, ja. Okay. Das mache ich übrigens jetzt nach jedem Let's Play, würde ich sagen. Aber ich nehme einfach mal das Ei mit, um zu sehen, ob es dann später im nächsten Let's Play wieder dabei ist, ja? Eigentlich sollte ich zwei Eier nehmen, aber egal, naja, lassen wir das Thema. Also dann, bye bye, Leute. Panos, dein Job. Ja. Du musst dich verabschieden. Also, ja, danke schön, Leute, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. 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 Goodbye.